Hallo Freunde und willkommen zurück bei The Whispered World, wo wir letztes Mal Shana getroffen haben und hier tief im Wald den Irrlichtern begegnet sind, die hier einfach verschwunden sind. Und ich will nochmal gleich herausfinden, was denn dort mit ihnen passiert ist. Wo sind denn die Irrlichter hin? Hallo, Irrlichter? Da ist nichts, nur ein kahler Fleck. Seltsam. Vielleicht werde ich langsam verrückt, aber irgendwo müssen diese Irrlichter ja abgeblieben sein. Ach, was soll's. Na, wer sagt's denn? Unter diesem Baum gibt es eine Höhle. Na dann, gut, dass wir die Schaufel mitgenommen haben. Hier kann man scheinbar nur durchgehen. Dann gehen wir nochmal von unten in den Baum. Das ist die Insel, auf der ich Kalida finden soll. Von hier oben betrachtet sieht es gar nicht weit aus. Aber wie soll ich da bloß hinkommen? Ich glaube nicht, dass es irgendwer hört. Ich glaube nicht. Baum, Loch, See. So groß ist der See gar nicht. Wenn ich schwimmen könnte, wäre es fast ein Versuch wert. Aber ich fürchte, ich muss mir was anderes einfallen lassen. Ich glaube nicht, dass es irgendwer. Schade. Von außen wirkt er so bunt und fröhlich, aber von innen ist er tot und hohl. Halte durch, tapferer Clown. Baum. Ich wollte Baum sagen. Das hat noch weniger Spaß gemacht als vermutet. Toi, toi, toi. Warum mache ich das nur? Das hat noch nie geklappt. Aha. Wenn Spot doch bloß fliegen könnte. Wenn Spot doch bloß fliegen könnte. Spot macht sich nichts aus Bäumen. Ich glaube, ihm ist einfach alles egal. Ich glaube, auch das wird er überleben. Spot landet immer auf den Füßen. Ja, und was hat uns das jetzt gebracht? Wahrscheinlich ist doch nichts. Dann können wir echt doch wieder runtergehen, oder? Von außen wirkt er so, aber von. Halte du. Loch. Da kommen wir wieder runter. Kann ich noch das, was ich ausprobieren möchte? Zum Beispiel Bomben Ich in den kann See nicht gut werfen? werfen und so weit schon gar nicht. Oder in den Baum? Den hohlen Baumstamm als Kanonenrohr benutzen? Ich kann einfach nicht glauben, dass ich ernsthaft darüber nachdenke. Aber von der Entfernung her könnte das tatsächlich klappen. Okay, das heißt, wir bräuchten einen Pfropfen. Und dann könnten wir uns dahin teleportieren. Ich kenne weniger gefährliche Methoden, um meine destruktive Ader auszuleben. Geht wohl nicht als Pfropfen durch. Ich kenne wenig. Nicht nötig, es ist bereits. Opa sagt, die neue Haftcreme hält bombensicher. Ich glaube, die Wette nehme ich an. Okay, hilft uns also auch nicht. Ich kenne weniger. Ich kenne. Nein, das Loch ist groß. Spot mag keine Messer. Nicht seit Ben mich zu dieser Messerwurfnummer gezwungen hat. Spot hat mir sofort verziehen, aber mein schlechtes Gewissen hielt noch Wochen an. Das wäre die reinste Verschwendung. Das wäre die reinste. Also ich könnte theoretisch gesehen, ich habe die Bombe mit dem Baum eingesetzt, kann ich sie auch auf das Loch Den tun? hohlen Baumstamm als Kanonenrohr benutzen? Ich kann einfach nicht glauben, dass ich ernsthaft darüber nachdenke. Aber von der Entfernung her könnte das tatsächlich klappen. Ich finde das auch eine Idee. Aber ich kann, ich habe hier auch nichts zu. Da ist eine Pfütze. Durch den hohlen Baum da oben hat es hier wohl reingeregnet. Aber ich rieche da noch was. Ist das Petroleum? Brennbar. Wenn wir das in die Pfütze tun. Ja, das scheint mir genau der richtige Ort dafür zu sein. Der Druck der Explosion wird sich nach oben hin in den hohlen Baumstamm übertragen. Ich mag zwar keine Feuerwerke, aber wer bekommt schon immer, was er will? Und jetzt bräuchten wir ja eigentlich. Das ist Wahnsinn. Das kann unmöglich klappen. Aber was soll's? Schlimmer kann's wohl kaum noch werden. Probieren wir es aus. Kann man das so benutzen? Nein, die liegen hier gut.
Und wie bekomme ich euch jetzt angezündet? Ihr braucht mir nicht zu helfen. Ich krieg's auch so raus. Wie kriege ich die jetzt angezündet? Ja, genau. Und noch mehr Bomben im Zweifelsfall. Aber nichts zum... Wahrscheinlich bräuchten wir dafür das Harz. Ich gehe mal wieder raus. Ich hatte da noch so eine andere Idee. Ist hier mittlerweile irgend... Also das ist so die Möglichkeit zum Weggehen. Das Loch haben wir gestopft. Und das wohl als Gefäß damit benutzen kann. Damit kriege ich das Harz nicht ab. Ich würde mir nur die ganzen Taschen verkleben. Schade. Ich bräuchte eine Art Gefäß. Ja, wir bräuchten eine Art Gefäß, aber was zur Hölle sollen wir da nehmen? Ich würde hier normalerweise einfach ein Messer nehmen, um das da abzubekommen. Fragen wir mal Ben, wie er das immer anzündet. Was haltet ihr davon? Hallo, Ben. Worum geht's denn diesmal? Ich fürchte, ich habe etwas ganz Dummes getan. Schon wieder? Was ist es diesmal? Hast du etwas kaputt gemacht? Schwer zu sagen. Ich glaube noch nicht so richtig. Dann will ich davon auch gar nichts wissen. Aber... Du siehst doch, dass ich übe. Weißt du, wie man auf diese Insel in der Mitte des Sees kommt? Zur Insel? Was soll denn das jetzt schon wieder? Sag mir doch einfach, wie ich da hinkomme, okay? Kleine, nervige Brüder, die ihren Kanonentrick nicht beherrschen, kommen nirgendwo hin. Ja, super, danke. Toller Beitrag. Denn mit dem Kanonentrick kann man sich ja überall hin katapultieren, nicht wahr? Wenn du weiter so nervst, katapultiere ich dich gleich wohin. Schon gut. Bald wirst du eine ganze Weile Ruhe vor mir haben. Mach keine Versprechen, die du nicht halten kannst. Gibt es etwas zu tun? Habe ich es dir nicht schon gesagt? Am besten, du probst als nächstes deinen Kanonenkugeltrick. Oder du guckst dich in der Gegend um. Vielleicht findest du jemanden, der sich unsere Vorstellung ansehen möchte. Dann mache ich lieber das Zweite. Ich muss euch verlassen. Hä? Wie meinst du das? Es ist etwas passiert. Mach dich nicht lächerlich. Ich habe langsam die Nase voll von deinen Fantastereien. Was ist denn diesmal los? Geht die Welt etwa wieder unter? Diesmal ist es anders. Tu mir einen Gefallen und verschone mich mit diesem Unsinn. Ich gehe trotzdem. Ja, genau. Und wenn ich die Welt dann vom Untergang rette, werde ich das Stück, auf dem du stehst, aussparen. Bis später. Ja, und denk dran, immer lachen. Immer... Skellisch. Finden wir irgendwas, was als Pfropfen tendenziell müsste der Zirkus ja auch eine Kanone dabei haben, mit der wir den Kanonentrick machen. Das bringt mich auf eine Idee. Wir haben doch hier so einen Hut. Den Hut kann man doch sicher nutzen, um eine Kerze auszumachen, oder? Krosser wird sie nicht mehr. Schade, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte doch nur ausmachen. Kann man die irgendwie ausmachen und mitnehmen? Ich wüsste aber auch nicht, wie. Autsch, warum bin ich nur immer so un... Ja, das habe ich ja schon lange und breit ausprobiert. Konntest du Gebiss vielleicht anheben? Ich sollte nicht anfangen, aus lauter Verzweiflung Sachen zu verbrennen. Auf diese Weise habe ich damals meine Ameisenfarm verloren. Schaufel? Verlockend, aber nein. Ben hält mich auch so schon für einen verantwortungslosen Nichtsnutz. Gucken wir uns den Kanonentrick nochmal an. Cedric mit Pfropfen in die Kanone, Bomben anzünden und einen Fallschirm bräuchten wir eigentlich auch noch. Wir haben keinen Pfropfen und wir haben auch noch keinen Weg, dieses Ding anzuzünden. Und irgendwie würde mich aber interessieren, was es mit diesen Rohren auf sich hat. Nein, lieber nicht. Diese Dinger sind mir suspekt. Ich habe beschlossen, sie zu ignorieren. Okay. Na dann. Wir öffnen uns das hier wohl alles nicht weiter. Gucken wir nochmal bei Opa. Vielleicht hat der noch etwas zu erzählen. Hallo, Opa. Ach, hallo, Ben. Drückt dir der Hut immer noch? Sag mal, Opa. Ha, frag mich, Sophie. Ja, die Geschichte kennen wir schon. Weißt du, wie man zur Insel kommt? Nein, ich habe keine Idee. Früher gab es in diesem See keine Insel. Aber Inseln tauchen doch nicht plötzlich auf. Vielleicht doch. Der See war damals auch größer. Bist du sicher, dass es überhaupt derselbe See war? Natürlich.
soweit ich hier stehe. Opa, du sitzt aber doch. Dann stell dir einfach vor, ich würde stehen. Warum soll ich meine Beine bemühen, solange du noch deine Vorstellungskraft hast? Ich bin nicht mehr der Jüngste, weißt du? Außerdem ist es ein wenig zugig hier draußen. Und ich trage keine Unterhose. Aha. Schon mal was von Kalida gehört? Kalida? Nein, über eine Kalida weiß ich nichts. Ich kannte mal eine Kalua. Sie war die Wirtin in einer Kneipe am Zutzelbär. Ihre Eltern hatten sie nach einem einheimischen Getränk benannt. Eine Art Fruchtbowle mit tropischen Früchten, Mann. War die lecker. Immer mit dem Schirmchen und Früchten dekoriert. Ich konnte kaum genug bekommen. Oftmals habe ich das Schirmchen alle Früchte rausgenommen, damit ich mit der Zunge noch bis in den letzten Winkel komme. Und die Bohle war auch nicht schlecht, stimmt's? Ach ja, die war okay. Ein bisschen Zitrone für meinen Geschmack. Ach, weißt du was? Ja, ich würde. Aber Mann! Na gut. Aber sei bitte zum Essen wieder da. Nein, Opa. Ich verlasse euch für eine ganze Weile. Liegt es am neuen Rezept? Nein, Opa. Du kannst es mir ruhig sagen. Ich kann die Wahrheit verkraften. Mach's gut, Opa. Ich werde dich vermissen. Bis später. Kopf hoch. Wir müssen irgendwie... wir könnten dieses Ei versuchen zu bekommen, zum Dinge fangen. Ich weiß nur noch nicht, wie. Und hier ist auch nichts Neues. Und wenn wir die Tür zumachen, ist dahinter auch immer noch nur das, wo der Korken war. Also ein Ding hätte ich dafür ja gerne. Das ist nämlich kein Feuerschmucker. Dann, sollten wir wirklich irgendwie versuchen, von diesem komischen Viech die Kugel zu bekommen. Wie auch immer wir das anstellen sollen. Mal sehen. Am Ufer selbst waren wir schon, das war bei den Ruinen. Der Schattenmolch. Hey du, darf ich dein Ei haben? Ja? Das war wohl ein Nein. Mit was könnte man den denn wohl irgendwie ansatzweise... Schon gut. Was habe ich denn noch nicht probiert? Schildkröte zum Beispiel. Willst du tauschen? Ich probiere da jetzt einfach mal alles aus. Ich habe nämlich auch sonst noch keine Idee. Ich könnte mir einfach mal... Ohoho, ich habe eine Idee. Ich würde gerne einen von euch mitnehmen, Jungs. Hey, was hast du vor? Ich dachte, ich nehme euch erstmal mit. Das schminkst du dir mal lieber gleich ab, du Clown. Steine haben auch ihren Stolz. Wir lassen uns nicht von irgendwelchen dahergelaufenen Beinwesen rumschleppen. Hallo, ihr zwei. Ingo, sieh nur. Der Clown. Du kannst... Schade. Bis später. Du weißt ja... Wir sind... Ich kann die nicht mitnehmen. Schade. Es wäre so gut, einen von denen, der hätte doch ziemlich genau die Größe so eines Eis. Und dann würde dieses Viech die ganze Zeit zulabern. Warte mal, hilft uns da vielleicht Spot weiter? Guck mal, Spot, ein neuer Spielkamerad für dich. Wie drollig. Und in kleiner Form? Guck mal, Spot, ein neuer Spielkamerad für dich. Wie drollig. Schade, das hilft uns auch nicht weiter. So langsam gehen wir über die Ideen aus. Was soll ich denn da machen? Willst du tauschen? Das macht ja auch alles keinen Sinn. Ich würde mir immer noch einen mit dem Schaufel über den Kopf hauen, aber er will ja nicht. Willst du tauschen?
Willst du tauschen? Wir haben aber nichts, was ansatzweise dafür passt. Und ich habe auch keine Ahnung, wo wir etwas herbekommen könnten, was ansatzweise dafür passt. Okay. Das überfordert mich gerade ein bisschen. Das irgendwie. Ich gehe nochmal zurück zu dem Baum. Vielleicht finde ich auch irgendeine andere Lösung. Es macht aber keinen Sinn, dass dieses Tierchen da ist und wir es nicht benutzen können. Von daher werden wir das sicherlich noch brauchen dafür. Kann man vielleicht nicht so einen Zettel mit dazu tun? Hier fehlt nur noch Feuer. Hier fehlt nur noch Feuer. Fehlt nur noch Feuer, sagst du. Ob da wohl auch Steinpulver im Spiel war? Hier fehlt nur noch... Wir haben aber kein Feuer. Und dieser hässliche Drache will uns auch kein Feuer geben. Und sonst noch irgendwo irgendwas finden, was Feuer macht? Ich weiß es gar nicht. Ich gönne mir mal eine kurze Pause und hole mir da mal ein paar kleine Tipps ein, damit ich irgendwie weiterkomme. Das überfordert mich gerade ein bisschen. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse, wenn ich danach komme, aber ich will da jetzt auch nicht 2 Stunden lang rumrätseln, bis ich es irgendwie auf gut Glück finde. Wir sehen uns also jeden Moment wieder. Bis gleich. So, Freunde, da sind wir wieder. Ich habe mich ein kleines bisschen informiert und es war mal wieder etwas, wo ich im Leben nicht drauf gekommen wäre. Wo ich auch mit Rätseln nicht drauf gekommen wäre, dass man so etwas machen kann. Und zwar können wir den Wasserspot mit der Schüssel scheinbar benutzen. Das könnte klappen. Ich verstehe zwar nicht, wieso. Komm mal her, Spot. Und hepp. Jetzt haben wir die mit dem Wasserspot abgebrochen. Okay. Also, ganz ehrlich, da wäre ich nicht drauf gekommen. Tut mir leid. Aber das war ja schon ein bisschen sehr strange. Und gleich im nächsten Atemzug stand netterweise auch dabei, dass die Schüssel das Gefäß ist, das wir brauchen. Weswegen wir dann endlich in unser Harz kommen. Schüssel? Harz. Warum auch immer man dafür eine Schüssel nimmt und keine Schatulle oder so etwas. Wird doch genauso gehen. Jetzt haben wir Harz. Wir wollten uns doch die Krallen ankleben. So, ich habe das Harz auf die Kralle geschmiert. Igitt, jetzt ist sie ganz klebrig. Aha. Und was kann man damit jetzt... Hab ich nicht schon genug kaputt gemacht? Ich kenne weniger gefährlich. Die Steinmütze lässt sich nicht mehr zerquetschen, sollte mir dankbar sein. Was kann man damit jetzt machen? Ich glaube, daraus ließe sich was basteln. Nicht schlecht. Noch lange nicht fertig, aber für den Anfang... Krallenkröte. Nein, ich will mein Kunstwerk. Kunstwerk? Das will ich nicht aneinander. Es wäre überhaupt... Hab mich gruselig. Das wäre gruselig. Die Zähne würden gut zu meinem kleinen Kunstwerk passen. Zweiköpfiges Monster. kann ich hier... Mein Kunstwerk ist fertig. Nicht schlecht für jemanden mit 2 linken Händen. Ah, oh, das ist ja nur mein selbstgemachtes Kunstwerk. Okay. Dinge mit zweiköpfiges Monster. Das erinnert mich daran, dass wir Ben doch erschrecken könnten. Vielleicht funktioniert das ja. Auf jeden Fall hätte er es verdient. Ich hab da was für dich. Hä? Mein Askel! Nimm ihn weg! Ja, ein Ball. Hey, stopp mal! Was fingerst? Lass das Gefälle. Du machst sie ja doch nur wieder... Schade. Ich dachte, wir könnten jetzt seine Kleidung kaputt machen, wenn er... Wollen wir das nochmal probieren? Ich hab da was für dich. Hä?
voll nass gehe. Ich könnte das den ganzen Tag machen. Nimm ihn weg, nimm ihn weg, nimm ihn weg. Klappt das damit? Schupp. Können wir uns doch den Socken mitnehmen? Die lasse ich lieber hier. Sie halten die Mücken fern. Sehr die Mücken fern. Fand ich auch. Herrlich, jetzt haben wir einen Ball und eine Hose. Okay, Opas legendäre Hose. Vielleicht können wir den Ball ja diesem kleinen Ding andrehen. Das wird zumindest von der Form her schon mal passen. Wo war es denn bei der Ruine? Ich glaube nicht, dass das Opas stinkende Hose haben will. Wobei das lustig wäre. Ball? Willst du tauschen? Nein. Okay. Ja? Ah. In diesem tollen roten Ball hier? Na, wenn das so ist, dann fang! Schupp! Why? Das Tier hat sein Spielzeug hier liegen lassen. Ich esse keine rohen Eier, außer wenn Opa Omelette macht. Was, wenn Opa Omelette macht? Moment mal! Werden die dabei nicht gut gebraten? Also zumindest wenn ich Omelette mache, werden die Eier dabei gut gebraten. Na ja. Okay, jetzt haben wir so ein komisches Noir-Ei, was wir für die Falle benutzt. Funktioniert das jetzt wohl? Auf jeden Fall. Puh, da kann ich. Haben wir den. Ich will es einfach nochmal machen. Es ist zu großartig. Ich hab da was für dich. Mein Arschgehe! Ich könnte das den ganzen Tag machen. Nimm ihn weg, herrlich. Nimm ihn weg, nimm ihn weg, nimm ihn weg! Sehr witzig. Fand ich auch. Huch. Die Falle ist leer. Und das ist auch ganz gut so. Feuerdrachen sind fliegende Brandherde mit einer Tendenz zur spontanen Selbstentzündung. Unnötig zu erwähnen, dass Spot ganz vernarrt in die Dinger ist. Da sind doch jetzt aber welche. Cedric, nicht! Wie oft habe ich dir gesagt, dass man Feuerdrachen nicht mit der Hand fängt? Wie oft habe ich dir gesagt, dass man Feuerdrachen nicht mit der Hand fängt? Oft. Bist du denn lebensmüde? Wie kommst du denn darauf? Okay, Ich mag keine Feuerdrachen, aber noch weniger mag ich es, Bruno im Dunkeln vor die Wohnwagen zu spannen. Die Feuerdrachen sind sicher auch nicht gerne eingesperrt. Es ist eine typische Lose-Lose-Situation. Kann man denn nicht irgendwo mit die einfangen, zum Beispiel mit so einer Schatulle? Cedric, wie oft habe ich dir gesagt, dass man die Feuerdrachen nicht reizt? Manchmal glaube ich, du machst das nur, um mich zu ärgern. Ach was, wirklich? Sonst, er meint ja, dass Spot die mag. Können wir nicht Spot darauf ansetzen? Lass es dir schmecken, Spot. Cedric, nein! Puff! Spot hat gefallen! Jetzt sieh nur, was du angerichtet hast. Also Spot scheint es zu gefallen. Ihm haben auch seine Blasensteine gefallen. Er weiß einfach nicht, was gut für ihn ist. Sonst würde er dir wohl kaum überall nachlaufen. Haben wir jetzt... Ja, wir haben eine Brandform für Spot. Herrlich. Damit wissen wir auch, wie wir Feuer machen können. Okay. Dann... Haben wir ja wohl das Feuer. Dann können wir uns auf die Insel katapultieren. Schwupp. Flupp. Bomben. Sie direkt anzuzünden wäre purer Selbstmord. Ich bräuchte sowas wie eine Lunte. Wie eine Lunte. Was sollen wir denn jetzt als Lunte nehmen? Wo können wir denn dafür was herbekommen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier fehlt nur noch Feuer. Haben wir irgendwo ansatzweise etwas gesehen, was wie eine Schnur durchging? Sieh direkt an, ich bräuchte sowas. Wir haben aber nichts, was als Lunte durchgeht, oder kann man die Hose als Lunte benutzen?
Hier fehlt nur noch... Was, wie soll ich da denn jetzt drankommen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann gucken wir mal nach irgendwas, was... Altwirke noch da. Irgendwas, was ansatzweise als Lund durchgeht. Das Spinnennetz würde sich doch eigentlich eignen von der Länge her. Und das in Fadenform bekommt. Oder vielleicht kann man mit Spot das Spinnennetz wegbrennen. Das wäre auch schön. Hallo. Lad schneller. Dankeschön. So, Spot. Jetzt zeig mal, was du drauf hast. Husch, weg ist es. Gut gemacht, Spot. Kann ich Spot auch noch auf die Pilze ansetzen? Nicht jetzt, Spot. Wir können immer noch Pilze grillen, wenn die Welt untergegangen ist. Ja, oder auch nicht. Jetzt kommen wir auf jeden Fall hier hinten. Oh. Oh, das sieht aber nicht so schön aus. Augen. Oh. Spot, du brennst doch. Mach doch mal Licht. Ich gehe keinen Schritt weiter, solange mich diese Augen anstarren. Ganz ruhig, Sedgwick. Das sind nur gruselige Augen, die mich mordlüstern aus der Dunkelheit anfunkeln. Ja. Dann, Leute, seid doch nächstes Mal auch wieder dabei, wenn wir herausfinden, was es mit diesen Augen auf sich hat. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Bis dann, macht es gut.